Rape on, meine Freunde des guten Geschmacks. Ich grüße euch. Es wird Zeit für mein Review. Das neue Tom Clarks Tom Sawyer Dessert. So. Freundlicherweise hat mir der Tom zwei Flaschen zur Verfügung gestellt, einmal ohne Nikotin und einmal mit Nikotin. Ihr seht hier am Füllstand beider Flaschen, das wurde umfangreich genutzt, möchte ich mal behaupten. Dabei sind, habe ich sie hier liegen, wenn ihr eine 50, ich glaube sogar auch 30 Milliliter Flasche kauft oder bei 50, kommt nochmal dazu ebenfalls eine kleine PET-Flasche, ja, mit einem schönen Tröpfleraufsatz, damit könnt ihr alles wunderbar befüllen. Außerdem sind da zwei Plastikpipetten, etwas stabilere, nicht dieses billige Zeug. Und somit hättet ihr dann auf euren Flaschen die gleiche Angabe, ja, also die gleiche Nikotinangabe, das Datum, ja, somit habt ihr die Gewissheit, da nichts falsch zu machen. Und ich verspreche euch eins, beide Flaschen lassen sich perfekt nutzen danach. Ich meine, eine 50 Milliliter Glasflasche mit Pipette. Wer braucht das nicht bei uns? Okay, ich glaube, der Preis liegt bei 19,50 Milliliter, wenn ich da richtig informiert bin. Bisher gibt es noch keine halben Liter und Litergebinde. Die werden aber kommen, hat Tom mir versichert, oder ich glaube, das hat er auch auf seiner Homepage schon angekündigt. Und beim Liter sind 10 Milliliter 1,50 Euro. Hallo? Wir haben hier wieder eine Komposition aus circa 11 bis 12 Aromen. Ich persönlich, nach diesen drei Geschmacksrichtungen, bin mir sicher, dass alles auf der gleichen Grundbase basiert, auch das Dessert. Ich glaube, wir haben hier eine Waldmeister-Grundbase. Bestimmt sogar. Dann habe ich gehört, ich habe es von Tom selber noch nicht erfahren, dass er anderes VG nutzt, und zwar VG aus Kokosöl. Das hat wohl nochmal eine andere Süße und ist etwas weicher. VG ist sowieso schon weich. Wir haben hier eine 70-30 Mischung beim Dessert und ich weiß es noch wie vor 5 Tagen. Ich kannte das Liquid ja. Ne? Ich meine, Tom ist schon mein Begleiter seit einigen Monaten. Und ich kannte das Liquid ja. Und der erste Zug war mit so einer Freude, weil ich wusste, was mich erwarten wird. Und dann hatte ich es ja genauso wie eigentlich erwartet. Nicht so prägnant wie bei dem Fruit und Classic, aber diese unwahrscheinlich tolle, weiche Waldmeisternote. Und dann ist da noch ganz viel dabei. Was ich definitiv rausgeschmeckt habe, ist eine Vanille, da bin ich mir ganz sicher. Wahrscheinlich durch das VG sogar ein ganz, ganz leichter Kokos-Touch. Dann habe ich immer ganz viele angepustet damit. Meine Freundin zieht immer mal dran, lasse Leute riechen. Auch auf der Arbeit habe ich die Flasche rumgereicht. Es ist von Kirche bis Pfirsich. Kirsche natürlich. Kirsche, Pfirsich ist alles gerochen worden. In meinem kleinen CSI-Video, wo ich euch das Rezept fast verraten konnte, da haben wir auch Kirschen abgebildet. Ich weiß jetzt nicht, ob Tom das so einfach aus Kreativität damit reingebracht hat und weil Kirschen schön aussehen, wenn sie an ihren Stielen hängen. Aber ich glaube, einen Moment mal gerade, ich bin gleich da, ich muss gerade lachen. So, da bin ich wieder, ja, hier, ich wurde gerade ausgelacht wegen dem hier. Also,
diese Kirschen sehen entweder gut aus, ja, wenn sie da an ihren Stielen gemalt werden, das ist ja auch ein nettes Bild, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine Kirsche drin. Ich habe jetzt hier den Rutula V2 auf 0,15 Ohm mit Nickel, habe es auf 20 Watt und 230 Grad. Klar, die Dampfentwicklung, und das ist jetzt nicht viel Power, wir hauen gleich nochmal richtig hoch, die ist natürlich enorm bei 70 VG. Dann, es ist so unwahrscheinlich, angenehmes, süßiges, cremiges, geschmacksintensives Dampfvergnügen, was da über die Zunge rollt. Nach wie vor schmecke ich diese Grundbase Waldmeister ganz, ganz, ganz dezent. Dann ist das sofort gepaart mit der Vanille. Die Cremigkeit ist die ganze Zeit da und mit unterschiedlicher Wattzahl, unterschiedlicher Temperatur, dem unterschiedlichen Draht, unterschiedlichem Verdampfer. Mann, das Zeug, das hat eine Bandbreite von hier bis da, ja, also riesig. Das riecht wunderbar. Wirklich. Ich habe bei anderen gelesen, dass sie etwas Teigiges empfunden haben. Für mich ist teigig nicht ausgebacken. Und diesen Geschmack kenne ich sehr gut als gelernter Bäcker. Ja? Das ist überhaupt nicht das, was ich empfinde. Ganz im Gegenteil. Ich finde hier keine einzige... Die meinten es wahrscheinlich anders, aber ich interpretiere das dann so. Keine einzige unfertige Komponente. Und es ist unwahrscheinlich schwer zu erklären, was hier drin ist. Also, ich kann es nicht wirklich sagen. Mich wunderte es, dass er dann so mutig war, eine Frucht mit einzubringen. Die wird hier drin sein. Diese Frucht, die liegt aber ganz am Ende, ja, dieser Geschmackskomposition, die über deinen Rachen und deine Zunge laufen. Die ganze Zeit ist diese Cremigkeit vorhanden und du hast auch eine richtig angenehme Süße, aber keine schwere Süße und zum Glück auch keine, wie nennt man diese Dinger, diese Pillen, Süßstoffsüße. Ja, das ist ganz was anderes. Ich denke mal, dass da Aromen miteinander harmonisieren und diese Süße nochmal hervorheben und wahrscheinlich auch durch diese andere VG, durch überhaupt die Base, die er benutzt, bin ich fest davon überzeugt, dass da nochmal diese weiche, cremige Süße kommt. Okay, komm, wir hauen mal hoch. Ich mache jetzt mal auf 30 Watt. Unglaublich. Durch die höhere Wattzahl steigt natürlich sofort auch die Temperatur des Dampfes. Und dann durch die Temperaturbegrenzung bleibt es ja bei 230 Grad stehen. Das ist dann so ein warmer Schub und der bleibt ganz schnell konstant. Ne? Das ist auch unwahrscheinlich lecker. Das Schöne ist, ich könnte es jetzt auch auf 5 Watt runterdrehen und es immer weiter steigen lassen. Das schafft er dann natürlich nicht, aber selbst da hast du diesen cremigen, weichen Genuss. Und die fruchtige Note kommt jetzt, umso wärmer es wird, also umso mehr Power, auch viel intensiver durch. Es ist aber total schwer zu erklären, welche Frucht das ist. Es fühlt sich manchmal an wie ein ohne Säure und ohne Süße haltiger Pfirsich, der aber auch nicht pelzig ist.
Ja, ich weiß, total hohl, aber ehrlich, diese Zungen, ja, ich weiß ja nicht wirklich, welche Partie unserer Zunge schmeckt was. Ich glaube, das müsste ich mich mal schlau machen. Vielleicht könnte ich es dann noch besser erklären. So, 30 Watt, jetzt hauen wir es auch gleich mal hoch auf 255 Grad. Das Geilste ist bei diesem Stoff, dass das definitiv ein Liquid ist, was du auch nicht so schnell überkriegst. Das ist ja überhaupt das Hauptaugenmerk bei Tom seinen Liquids. Die werden, wenn du sie denn gut findest, zum All-Day-Vape. Ja? Nicht bei mir. Ich bin Tabak-Junkie, aber ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele diesen Stoff kontinuierlich dampfen. Erstmal diese unwahrscheinliche Dampfentwicklung, dann bei welchem Liquid hast du das? Klar, es gibt da einige, aber hier weißt du es ganz genau. Entweder findest du genau den Geschmack, den du willst und hältst dann die Batteriespannung und die Gradzahl, was du auch brauchst, oder du liebst dieses ständig variierende, nimmst dann einen mechanischen Akkuträger, ja, und wo die Spannung langsam fällt. Ich wette, dass dieses Liquid zum High-Volt-Dampfen absolut geeignet ist. Absolut geeignet ist, genau, ja, wette ich für. 3 Ohm wickeln, 4,2 oder dann eben 8,2 Volt. Ich denke, das wird was. Mit dem großen Danny, mit dem 2380, da sollte so, da mit einem, was weiß ich, gesteckten Akkuträger. Unglaublich. So, jetzt mache ich mal auf 40 Watt hoch. Ach, das war ja klar. Okay, 40. Das ist zu schwierig. Ich würde das gerne bei diesem Liquid so differenziert wiedergeben können, wie ich das bei den anderen Sorten versucht habe. Aber hier ist das einfach zu schwierig. Diese ganzen Aromen, die sind so fest miteinander verschmolzen und harmonisieren so stark miteinander, dass du diese Gesamtkomposition Dessert immer hast. Man schmeckt unterschiedliche Nuancen und Geschmäcker, definitiv. Und viele mit einem richtig guten Gaumen und einer guten Zunge werden mir auch oder euch noch besser sagen können, was da drin ist. Ich hätte es gerne getan. Aber ich kann nur sagen, Waldmeister, Vanille, Früchte, Kokos, ich weiß nicht, ob als Aroma oder durch die Base. Und ich glaube auch, dass zu dem Ganzen noch ein Sweetener da drin ist. Ich weiß es aber nicht genau. Das große Geheimnis konnte ich ja auch nicht entlüften. Und Tom wäre schön dumm, wenn er seine Rezepte preisgeben würde. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es hier mal ein Aroma von geben wird. Aber Freunde, man braucht hiervon auch kein Aroma, weil ihr könnt das Liquid absolut günstig kaufen. Das ist ja überhaupt der Hammer. Wenn du ein Dessert-Fan bist oder ein Fruit-Fan oder ein Classic-Fan, Mensch, dann kauf dir einen Liter
oder diese 800 Milliliter. Es wird doch nicht schlecht und frierst auch kein Brot. Dampfst du doch sowieso weg. Tja, ist mir etwas unangenehm, dass ich euch gar nicht wirklich die ganzen Geschmäcker nennen kann. Aber im Großen und Ganzen sagt mir das nur, dass das hier wieder eine absolute Meisterleistung war. Fast ein Dutzend Aromen so miteinander abzustimmen, dass du hier eine Gesamtkomposition hast, die dir ein weiches, tolles, süßes, lecker schmeckendes Erlebnis liefert. Und daher ist das auch mein abschließendes Fazit. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Testet es wenigstens an. Testet es bitte wenigstens an. Wir kaufen so viel Aromen, so viel Liquid, was wir wegschütten. Hier werdet ihr es nicht wegschütten. Auch wenn die ersten, obwohl das beim Dessert ganz anders ist wie bei seinen zwei vorherigen, das hier wird gleich vom ersten Zug schmecken. Jeder, der auf Desserts und Nachspeisen steht, das ist auch noch der Unterschied. Eine Nachspeise, was kann denn eine Nachspeise sein? Eine Nachspeise können auch Früchte sein. Eine Nachspeise kann auch Quark ohne Zutaten sein. Eine Nachspeise, ja, das hat nicht immer damit zu tun mit Süße oder mit Pudding oder was. Aber das hier, das ist ein Dessert. Und ich schwöre euch, ein Dessert vom Feinsten. Probiert es aus, ihr werdet es nicht bereuen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Tom, dass ich es testen durfte. Ja, das hast du echt gut gemacht, Tom. Danke dir. Und euch allen kann ich nur empfehlen, es schnellstmöglich auszuprobieren. Es ist wahnsinnig lecker. Richtig, richtig gut. Ja. Genauso wie seine beiden anderen. Freunde, das war's schon. Das war nun endlich das abschließende Fazit zum Tom Clarks Tom Sawyer Dessert. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Das Wichtigste aber, denkt bitte dran. Vape safe und vape on. Bye.